Herzlich willkommen zu MaxTube News. Der Schriftsteller und Journalist Michael Meinecke war zu Gast an der Max-Eid-Schule und las aus seinem Roman Ostkreuz. Das Kollegium der Max-Eid-Schule freut sich über zwei neue LIVs in seinen Reihen. Wir stellen die beiden LIVs, also Lehrer im Vorbereitungsdienst, vor. Hallo, mein Name ist Anne-Kathrin Ruf, ich bin 30 Jahre alt und gelernte Damen- und Herrenschneidermeisterin. War so die letzte Zeit in Mainz, bin ein bisschen gewandert von Theatern zu Maßkonfektionären oder ins Ausland und fange jetzt in der Textil- und Bekleidungsabteilung an als Fachlehreranwärterin. Ja, ich bin Mirko Tenbusch, komme aus Gießen, habe die Fächer Wirtschaft, Verwaltung und Politik und Wirtschaft, habe jetzt als letztes Wirtschaftspädagogik studiert, sprich ich komme noch nicht so aus der Praxis wie die Anne-Kathrin, ja, und freue mich auf die nächsten 21 Monate. Wenn es weiter so viel Spaß macht wie die ersten Wochen hier, sind nett aufgenommen worden, dann ja, freue ich mich weiterhin hier sein zu dürfen. Die Max-Eid-Schule strebt eine Zertifizierung als gesundheitsfördernde Schule an. Hierzu sprachen wir mit dem Leiter des Arbeitspakets, Thomas Kasper. Herr Kollege Kasper, einige Worte zum Thema gesunde Schule. Ja, gesunde Schule ist eine Geschichte, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, um die Arbeitszufriedenheit hier an der Max-Eid-Schule innerhalb des Kollegiums ein wenig voranzutreiben. Das bedeutet, wir gucken mal, was gibt es alles schon an feinen Sachen, die in irgendeiner Art und Weise gesundheitsfördernd sind, und gucken dann aber, und das ist eigentlich noch entscheidender, wie können wir das weiter vorantreiben. Wir sitzen ja hier gerade auf den beiden wunderschönen Couches in 210, die wir in Kooperation mit dem Personalrat ja auch hier sozusagen haben installieren dürfen. Und so sieht man, nach und nach tut sich was und das ein oder andere mehr wird sicherlich noch kommen. Wunderbar, ich bedanke mich. Sehr, sehr gerne. Ja, mit genau extra Käse, schön. Unbekannte sind in die Büros des Fördervereins und der Sozialpädagogen eingebrochen. Die Täter warfen schwere Steine durch zwei Fenster und stahlen einen geringen Geldbetrag. Auch in diesem Jahr war die Modenschau der Maßschneiderinnen ein großer Erfolg. Unter dem Titel Dresscode Nummer 12 stellten 70 Auszubildenden Modelle für Anlässe wie eine Gartenparty oder den großen Auftritt beim Opernball vor. Alle drei Schauen waren außerordentlich gut besucht. Bei rund 500 Besuchern der Abendvorstellung wurde es eng in der Aula der Schule. Trotzdem waren die Gäste von der Show begeistert, wie diese junge Dame belegt. Wie gut hat es dir gefallen bisher? Sehr gut. Die erste Maiwoche stand an der Max-Eid-Schule wieder unter dem Motto Lernen für Europa. Im Eingangsbereich der Schule informierten zahlreiche Stellwände über laufende Projekte an der MES. In Kooperation mit der Uni Kassel analysierten Max-Eid-Schüler im Biologie-Leistungskurs ihre eigene DNA. Genauso wie Analysen in der Kriminaltechnik oder der medizinischen Diagnostik angewendet werden. Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins konnte kein neuer Vorstand gewählt werden. Der alte Vorstand führt das Amt kommissarisch höchstens ein Jahr weiter. In dieser Zeit sollen Aufgaben und Stellung des Vereins in der Schule überdacht werden. Eine Nachricht in eigener Sache. Ab sofort recherchiert das MaxTube-Team eure Fragen zur MES. Sendet eure Frage an maxtube@mes-alsfeld.de und wir beantworten sie für euch. Und zum Schluss das Wetter. Ja, hallo Kollege Schäfer. Etwas feucht ist es, aber davon lassen wir uns nicht schrecken. Gegrillt werden muss, deshalb einen schönen Tag noch.